Sagt Agneta selber vielleicht jetzt irgendwas wegen der Gottesanbeterin? Ah, aber du, Gottesanbeterin männlich, bist es wirklich? Ah, die Gottesanbeterin tut immer so fromm, aber ist in Wirklichkeit bewaffnet bis an die Zähne. Ah ja. Oh Gott, jetzt habe ich wasted money, Leute. Ich habe 1000 Rubine voll. Oh, was mache ich jetzt mit dem ganzen restlichen Geld? Scheiße. Ich kann mir halt einfach nichts mehr großartig kaufen. Was mache ich denn jetzt? Jetzt gibt die mir noch richtig viel Geld, aber ich kann es ja nicht mehr tragen, weil die Geldbörse ist ja jetzt voll. Das ist jetzt auch irgendwie blöd. Hier, große Geldbörse, 1000 Rubine. Ja, shoppen. Was soll ich mir denn groß kaufen? Bomben. Naja, ich meine, das bringt jetzt auch nicht viel, oder? Bomben und Pfeile, ja, okay, gut. Ein bisschen was kann ich mir kaufen, aber das wird es nicht viel bringen. Daran habe ich jetzt gar nicht mehr gedacht. Dem Typen für das Herz habe ich auch schon genug gespendet, also von dem kriege ich jetzt auch nichts mehr. Ah, warum habe ich daran nicht gedacht? So blöd. Ist halt schade um das ganze Geld dann. Ja, oder einfach die Magierüstung eine ganze Zeit lang tragen, das geht natürlich auch. Einfach so just for the lols. So. Ja, aber das Schöne ist, man würde das in Cutscenes auch sehen, diese Rüstung, wenn Link die trägt. Und wenn dann irgendeine Zwischensequenz im Spiel stattfindet, dann sieht man natürlich, dass Link die anhat. Ach, wie habe ich die Musik vermisst. Herzlich willkommen im Mauermarkt. So, ich hätte gerne das da. Oh, leider passen nicht alle Bomben mit die Tash. Oh, ich glaube, ich habe das Gefühl, er kriegt einen Orgasmus, wenn ich was bei dem kaufe. Huh? Oh, ich komme gleich. Oh, voll geil, Mann. Digga. Oh, so ein Pech, dann habe ich es prall gefüllt. Das tut mir aber leid. So. Oh. So, der Typ ist schon ganz feucht. So, jetzt ist aber alles voll. Und jetzt? Okay, reicht. Tschüss, Mann. Der Lampenmüll kann ich mir nicht kaufen. Ich habe keine leere Flasche. Sind alle Flaschen voll. Ich habe hier immer noch die Luxussuppe, eine Fee, den Feentau und echtes Gelee. Ich werde jetzt nichts davon irgendwie austrinken, um mir Öl zu kaufen, was ich jetzt eh nicht brauche. Ja, ist ja wurscht. Und wenn die Börse wieder voll ist, ich meine, ich kriege jetzt nochmal eine noch größere, aber erst wenn ich alle goldenen Säcken abgegeben habe. Den Rubine wohl anders ran als in seine Kasse. Oh Gott, ey, diese Zweideutigkeit mal wieder. So. Gottesanbeterin weiblich. Ah, Gottesanbeterin weiblich. Oh. So, 100 Rubine. Noch 5 Insekten. Es wird wieder ein bisschen wasted money sein, aber egal. So, Hirschkäfer. Jetzt rasten sie komplett aus draußen. Ah, aber du Hirschkäfer, männlich bist du es wirklich? Ah, der Hirschkäfer. Mit so einem Geweih fühlt man sich sicher wie der König der Käfer. So, dann auch noch das Weibchen dazu. Ja, aber meine Lampe ist doch voll. Ja, fast. Die ist fast voll, aber schon jetzt habe ich ja wirklich wieder 1000. Ja, Digga, scheiß drauf, komm. Scheiß drauf, Digga, ich will jetzt nicht nochmal hin und her, ihr. Das ist doch dumm. Ist doch jetzt auch wurscht. Ich finde ja dann später trotzdem immer noch weiterhin Geld.
Es ist das eh egal. Wen juckt's? So, hier noch die... Oh ja, der beste Text immer noch bei der Schnecke. Ah, die Schnecke. Nur ein einziges Mal würde ich mich auch gerne so schleimig fühlen. Alles klar. Twilight Princess Bukake Edition. Oh je, oh je, oh je. So, und jetzt noch die männliche Heuschrecke. Dann haben wir es endlich, oder? Unglaublich, damit haben sie jetzt alle geschafft, hier zu erscheinen. Alle haben sich zu Paaren zusammengefunden und wirken, sind nicht alle unglaublich glücklich? Du hast so viel für uns getan, deine Heldentaten werden im Insektenreich unvergessen bleiben. Nun, zum Dank sollst du dieses Geschenk in Empfang nehmen. Holy moly, Alter, du erhältst die Maxi-Geldbörse. In ihr kannst du bis zu 2000 Rubine aufbewahren. Das ist schon nicht schlecht. Komm jederzeit wieder her, wenn du die Insekten treffen willst. So, Hauptsache, wir haben das jetzt endlich mal hinter uns. Ah, ja, was kostet die Welt? Wirklich jetzt, ne? So, by the way, wir sind jetzt auch schon 7 Stunden live, ne? Falls es irgendwen interessiert. Ich habe immer noch Angst, dass gegen Mitternacht vielleicht dann Twitch abkackt. Ich hoffe es mal nicht. Bloß nicht. So. Gut, haben wir wenigstens eine Sammelaufgabe endlich mal erfüllt, und zwar die Goldinsekten. Achso, genau, warte mal. Jetzt hole ich mir noch die letzten 2 Geisterseelen aus der, ihr wisst schon, also so, aus den Schneebergen. So, so. Und ich muss hier noch ein Minispiel machen. Und zwar bei den beiden Yetis davor, ne? Aber das mache ich jetzt, glaube ich, lieber noch nicht. Das ist vielleicht auch noch zu viel Frust. So, erstmal brauche ich mal einen guten alten Morgenstern. So, hier unten haben wir ja ein bisschen Eis. Und hier ist jetzt irgendwo eine Geisterseele dahinter. Da ist er auch schon, dieser Spacko. So. Und so. Ja, damit. Dankeschön. 54. Da haben wir auch bald alle Geisterseele. Wobei die jetzt in der Drillhülle, die dauern immer noch ganz schön lange. So, warte mal, hier gab es noch eine Truhe auch. Okay, ich glaube, da waren aber, glaube ich, ich weiß nicht, war hier ein Stempel oder war hier Geld? Ich wette, hier sind wieder 100 Rubine drin. Herzteil war es auf keinen Fall. Wasted Money, was habe ich gesagt? Aber ne, Blödsinn, ist jetzt... Oh. Ich bin wirklich dumm, ne? Also, Hirn lässt schon nach. Ich merk's schon. Ich habe doch jetzt die größere Geldbörse. Also, es ist nicht mehr Wasted Money. Jetzt passt es ja wieder rein. Es passen ja 2000 Rubine rein. Habe ich doch gerade bekommen. Mensch. Ah, hirnlos. I'm sorry. Es ist schon spät. So, und wo ist... Irgendwo war... Autsch. Irgendwo war... Ich glaube, das war weiter unten. War das da? Nee, hier war das nicht. Wo war denn das? Da drüben, glaube ich. Bei irgendeinem Baum war doch so eine Höhle, wo ich rein bin. Da habe ich gemerkt, hoppla, da ist alles voller Eis.
Ja, ich glaube, war das jetzt hier oder war das bei dem anderen Baum? Das war hier, alles klar, das war hier. So, und ich bilde mir ein, dass hier auch die andere Geisterseele noch ist. Boah, ernsthaft? Vorsicht! Oder war der doch woanders? War der überhaupt hier drin? Ey! Ja, das ist jetzt ein bisschen ätzend, weil man hier ständig eingefroren wird. Nee, der ist hier gar nicht. Wo ist der? Wo ist diese letzte Geisterseele von dem Gebiet? Nani? Was war dann hier? War hier ein Stempel? Ne, da ist ja noch einer. Ah! So. Das war der letzte. Okay, nochmal 100 Rubine. Alles klar. Ich weiß nicht, was du geschrieben hast. Der Autobot ist manchmal ein bisschen komisch. So was hab ich doch gar nicht. Was schreibst du denn da schon wieder für einen Blödsinn in den Chat? So, jetzt war das doch nicht. Wo war denn dann der 4 von 5? Und das da unten habe ich aber. Also das Gespenst da unten. Und das ist in der Höhle. Wo war denn jetzt hier noch einer? Oder war der weiter oben hier? Jetzt bin ich gerade verwirrt. Wo ist hier noch so ein Geist? War der weiter unten? Bin ich an dem vorbei? Gerade mega verwirrt, wo hier noch eine Geisterseele war. Sehr komisch. Also ganz am Anfang auf keinen Fall. Also da hinten bei den Eisschollen. Aber auf keinen Fall einer. Das muss wenn dann irgendwo hier sein. Jetzt bin ich gerade verwirrt. Jetzt hier noch so ein blöder Geist, das gibt's doch nicht. Nani. Psst. Ruhe da draußen, es ist immer noch nicht 12. Die können alle die Uhr nicht lesen, ne? Es ist immer noch eine Stunde und 10 Minuten. Ist der. Ich bin an dem wahrscheinlich einfach dran. Ich bin einfach an dem vorbei. Anders kann ich mir das jetzt nicht erklären, warum ich den nicht beim ersten Mal schon gesehen habe. Wurscht. Habe ihn ja noch gefunden. So. Finally. Jetzt fehlen nur noch mehr 2 Geisterseelen in Kumula. Und die letzten 3 sind dann in der Drillhöhle. Und dann haben wir alle 60 Geisterseelen. Seit Herzteile fehlen natürlich noch ein paar mehr. Ja, dann würde ich sagen, gehen wir jetzt endlich mal zu... Ja, wo zurück? Ja, das glaube ich lang genug warten müssen. Ah ja, genau, und wahrscheinlich auch wegen dem Schneegestöber und so beim ersten Besuch habe ich den wahrscheinlich einfach übersehen. Ich habe mich mehr auf die Duftspur konzentriert von dem Fisch, als wie jetzt darauf, dass da auch noch ein Geist war.
Aber ich war in der Höhle ja trotzdem noch nicht drin, das ist eh wurscht. So. Ja, wenn wir vielleicht nochmal zwischenspeichern, würde ich sagen. So, 5 von 5, 19 von 19, 8 von 8 und 6 von 6. Und hier gibt es keine. Und wie gesagt, die drei, die hier noch fehlen, sind in der Drillhöhle drin. Die mache ich aber ganz zum Schluss erst. So. Das kann ich, muss ich ihm das jetzt nochmal, ich glaube, ich muss ihm das jetzt nochmal zeigen, dass er darauf reagiert. Oh, Link, hast du meinen Brief gelesen? Leider haben diese Worte, die ich von dir gelernt habe, bei keiner Stadt irgendeine Reaktion hervorgerufen. Was mögen diese Worte nur für einen Sinn haben? Naja, das bringt nichts. Hä? Was heißt, das bringt nichts? Sie waren ja in kumulanischen Schriftzeichen geschrieben, aber was bedeuten sie nur? Ja, Digga! Hier! Ach, jetzt reagiert er drauf. Ist das etwa das antike Dokument von neulich? Na nun, da steht ja jetzt ganz viel mehr als vorher. Ich weiß nicht, was damit passiert ist, aber es muss ja etwas zu bedeuten haben, dass du es mir zeigst, oder? Also gut, Link, ich werde noch einmal den Zauberspruch vortragen. Oh, sie hat die gleiche Form angenommen wie die anderen Statuen. Was kann das nur bedeuten? Nein, das geht so nicht. Ich bin völlig verwirrt. Entschuldige, Link. Ich muss erstmal wieder einen klaren Kopf bekommen. Erstmal saufen. So, direkt weg. Ah ne, jetzt steht er da hinten rum. Jetzt checkt er einfach nichts mehr. So, und ja, Trillhülle. Für 100% muss ich die ja komplett machen. So geht das aber nicht. Ich bin völlig verwirrt. Ich verstehe kein Wort. Doch einfach. So. Jetzt konnten wir nämlich die Eulenstatue auch endlich mal wegbewegen und jetzt passt mal auf, was hier ist. Das ist so verrückt. Link? Wie hast du diese steinerne Statue und das hier? Unglaublich, einfach unglaublich. Das ist doch die Kumula-Kanone aus den Aufzeichnungen meines Vaters. Ich wusste doch, dass hier irgendetwas seltsam war. Da hat mich meine Intuition nicht getrogen. Aber wie kann man damit nur nach Kumula gelangen? Unglaublich, ich bin ja so gespannt. Auf jeden Fall müssen wir dieses Ding irgendwie in Bewegung versetzen, um nach Kumula zu gelangen. Eine Kanone? Was machst du jetzt, Link? Ja, warten! Aber dieser Typ da schaut uns schon die ganze Zeit an. Oh. Möglicherweise störe ich? Wie unaufmerksam von mir. Ich sollte wohl besser verschwinden. Also dann, Link, du musst mir dann unbedingt erzählen, wie das hier ausgegangen ist. Ach ja. Lass mich dir noch einen letzten Rat geben. Das Ding scheint kaputt zu sein. Du solltest es erstmal jemandem zeigen, der sich mit Kanonen auskennt. Also bis dann. Oh, das war ein bisschen gemein von uns, oder? Na, überhaupt nicht. So. Ich weiß nicht, ob ich es überhaupt ansprechen soll. Viele Spieler wissen das schon, es ist jetzt schon seit Jahren bekannt, ist auch in der HD-Version gar nicht mehr vorhanden. Aber damals im Original, ich glaube GameCube und Wii-Version waren glaube ich sogar beide betroffen, gab es genau in diesem Raum einen Game-Breaking-Bug. Wenn man nämlich hier gespeichert hat, ohne dass man die Kanone gewarpt hat und dann das Spiel ausgemacht hat und wieder angemacht hat, dann ist Yago nicht aus dem Raum rausgegangen, der ist, trotzdem man den angequatscht hat, immer noch hier stehen geblieben und du konntest die Kanone
nicht wegwarpen und konntest, glaube ich, auch aus dem Raum nicht irgendwie raus. Also auf jeden Fall konntest du das Spiel dann nicht mehr durchspielen. Das war kaputt, der Spielstand quasi. Also das haben sie natürlich in der HD-Fassung, haben die das natürlich gefixt, diesen Bug. Aber damals, ich meine, es ist mir nie selber passiert, aber ich habe halt davon gelesen, dass das damals tatsächlich passiert sein soll. Tja, wer kennt sich gut mit Kanonen aus? Natürlich unser Kumpel Tobi. Ne? Der Tobi kennt sich aus mit Kanonen. So. Also dann ab zu Tobi. Ich glaube, der brauche ich jetzt einfach nur anquatschen. Ach ja, für den ist es ja übrigens gut, dass ich jetzt so viel Geld habe, weil der verlangt ja ein bisschen was zum Reparieren. Dann ist das eh nicht schlecht. So, na, Tobi, was ginn? Hey! Sag mal, ist das deine? Du bist also so verrückt danach, dass du dir jetzt sogar deine eigene Kanone besorgt hast. Ja, dann wollen wir uns dein Prunkstück doch mal aus der Nähe ansehen. Was? Das ist aber auch ein ziemlich klassisches Modell, oder? Außerdem habe ich gar keine Zündverrichtung dafür. Im Moment kann man die also gar nicht benutzen. Ich könnte natürlich versuchen, sie für dich in Ordnung zu bringen. Ich meine, das würde dich natürlich 300 Rubine im Voraus kosten. Interessiert? Okay. Wusste ich's doch. Ich weiß genau, was du willst. Dauert auch gar nicht lang. So, das hätten wir. Hab sie repariert. Glaube ich zumindest. Sieht zwar ziemlich vergammelt aus, aber was drinsteckt, ist super. Das Ding bringt dich vielleicht wirklich bis in die Wolken. Pass aber auf, ist sicher nicht ganz ungefährlich. Also, ich gehe dann mal. Will dich ja nicht stören. Viel Spaß wünsche ich dir. So, und jetzt müssen wir uns einfach nur mit dem Greifhaken hier dran ziehen und dann geht's auch schon ab hier. Endlich wieder zu Hause. Herzlich willkommen in der Stadt von uns Kumulanern. Da du schon extra hergekommen bist, würde ich dir gerne die Stadt zeigen. Das ist ja furchtbar. Dieser Drache treibt hier rund um die Stadt sein Unwesen. Ich mache mir Sorgen um die anderen. Lass mich kurz im Laden nachsehen, ob es allen noch gut geht. Ja, das war übrigens auch gerade der Boss von Kumula. Was gleichzeitig auch ein Dungeon ist. Ne? Sollte eigentlich klar sein. Das ist übrigens auch mein Lieblingsboss. So von den normalen Standardbossen als hier in dem Spiel ist. Aber dabei, ich brauche wieder meine Iron Boots. Oh Gott, jetzt fallen noch mehr Hühnchen. So, erstmal 15 Wasserbomben.
Das hat mir jetzt richtig was gebracht, Vollbäckchen zu kaufen, hm? Nicht wahr? Wurscht. So, 20 Rubine. Ich meine, wo er mich dann doch eher genervt hat, der Drache war in Hyrule Warriors, weil da war er ein bisschen anstrengend zu bekämpfen, sag ich mal so. Weil da gibt es ja viele Bosse aus Zelda so als Riesenmonster, zumindest ein paar davon. Und ja, die haben hier echt einen eigenen Laden. Wie das hier aussieht. Bist du etwa Hylianna? Ich kenne deine Sprache ein wenig. Verstehst du mich? Brauchst du etwas? Also sogar hier könnte man noch Sachen kaufen. Aber ist halt deutlich teurer als wie jetzt unten auf der Erde. Und deswegen mache ich es auch nicht. Oh, das tut mir so leid, wo du schon mal extra hier bist. Aber bist du denn nicht hier, um dir die Stadt anzusehen? Ich mache mir natürlich Sorgen um die anderen und kann unmöglich unter dich herumsitzen. Ich werde dich ganz einfach begleiten. Auf die Erde zurückwappen kann ich dich jetzt leider nicht, aber wir können jederzeit zurück in den Laden hier. So, du freundest dich mit der Tante an. Sie kann dich in den Laden von Kumula warpen. Naja, dann ist ja alles klar. Thank you.